Hoppala. Geht doch. Tür ist offen. Was? Weg da. Aber hey, immerhin greifen mich die Wachen nicht mehr an. Können wir in Ruhe und Frieden durchlaufen. Clint, ich muss auf die andere Seite. Das war so klar. Ich laufe nicht auf die andere Seite. Das blendet aber. Leute, ihr steht im Weg. Ah, ich hasse Bündete. Ein trauriger Tag für Xenophords Gear. Wir waren auf den plötzlichen Verlust unseres Aldermanns nicht vorbereitet. Unsere Tarne sind verunsichert und tragen erbärmliche Fäden aus. Ich fürchte, dass jemand ohne Zustimmung des Gears die Macht an sich reißen könnte. Boah, ist das hell, Alter, die Sonne. Hey du Naira, was denn? Da, Loot. Das war mehr Loot, richtig? Ja. In Asgard, ne? Was hast du alles gemacht? Nicht alles. Also, ich müsste durch das Tor nach, wie hieß das, Niflheim? Ja, kannst du im Übrigen machen. Okay. Oh, warte. Verärgerte Nachricht. Ich habe deinen Karren in den Fluss geschoben. Wenn dir das nicht hilft, endlich mal deine Zügel mit zu zügeln, dann ist jede Hoffnung verloren. Okay. Das hab ich gesehen. Ich glaube, ich kann da nicht rein. Oh, ey, boah, ich hab nicht gesagt, dass du da weg sollst. Okay. Ziemlich leeres Haus. Das ist ja spannend. Oh mein Gott, was denn? Was habe ich verpasst? Dort ist die Verhandlung wegen dem Pferd, dem der Schweif abgeschnitten wurde. Ja. So.
danach mal zum Stall? Nein. Mach das mal. Okay. Oh, ich bin voll an der Truhe die ganze Zeit vorbeigelaufen. Wenn du Zeit hast, ja, bestimmt. Soll ich hin? Oh, da unten. Das ist ja spannend. Auf nach Xenophort. Ob ich dann Sportstreit machen kann? Ich kann da bestimmt einen Sportstreit machen. Ich will einen Sportstreit. Komm, lauf mal ein bisschen schneller. Hopp, hopp, hopp. Testet mal eure Ausdauer. Vielleicht werde ich hier meine Anhänge so los. Im Stunden stream ich schon wieder. Man. Diese Scheit vergeht. Ich bin in die Tarn und rette sie. Breite deine Flügel aus. Au! Oh, das ist ein Schlüssel. Den brauche ich bestimmt. Bin getan. Da ist die Verhandlung. Ich muss mich in Acht nehmen. Ja, ich mir gedacht. Ich will doch nur da rein. Sie werden die Gefangenen gleich hinrichten. Was ist los? Bin beschäftigt. Dich. Aus. Gefangene retten. Aua. Ich führe euch. Seh nicht. Aua. Du sahst so unbegeistert aus. Ladebildschirm. Ah, okay. Ladebildschirm.
aus dem Weg. Ich muss Gefangene befreien. Ach, zu spät. Hallo. Bleib in der Nähe. Ich helfe den anderen. Linda? Das kann ich auch. Ich beschäftige die Ratte. Wer ist hier eine Ratte? Ach, Ratten, lass mich. Ach, Sigurd. Gedrick bat mich, dich zu finden. Gehen wir, schnell. Für den Schirr wirst du bezahlen. Ich glaube, wir sollen gehen. Komm schon. Das ist die Eskorte Englerlands. Seid gesegnet. Dank euch kann ich es Lady Edwin mit Blut heimzahlen. Ich bin Tarn Holt. Lebt Gedrick noch? Er ist in Buckingham und wohlauf. Guter Tarn, wir stehen an eurer Seite, auf dass dieses Land in Händen jener bleibt, die Mercia lieben. Egal ob Sachsen oder Dänen. Gott weiß, eher gebe ich meine Tochter einem Dänen zur Frau, als einem Mann aus Wessex auch nur eines meiner Schweine zu verkaufen. Wenn Gedrick hinter dir steht, tue ich es auch. Es heißt, du kennst deine heilige Frau, Fulke. Wo können wir sie finden? Halten wir uns nicht mit dieser Fulke auf. Edwin ist unser Ziel. Fulke bewahrt ein Geheimnis, das den Verlauf dieses Kampfes beeinflussen könnte. Ohne sie kann ich meinen Zweck nicht erfüllen. Fulke, die Verrückte? Wenn du meine Hilfe willst, Bruder, dann erkläre dich. Was macht diese Verrückte so wichtig für deine Pläne? Wenn wir sie finden, antworte ich auf alle deine Fragen. Bis dahin schweige ich. Ihr müsst verstehen. Fulke ist eine Ketzerin. Sie sät vergiftetes Wissen und ist eine Feindin der Kirche. Sie behauptet, sie hätte Gott gesehen oder mit ihm gesprochen. Lady Edwin ließ sie verhaften. Ich weiß nicht, wo sie jetzt ist. Vermutlich in einem Kloster. Wir überprüfen das. Sigurd, sollten wir Gedrick nicht berichten, was hier vorgefallen ist? Sprich du mit ihm. Wir müssen uns beeilen. Fulkes Leben könnte in Gefahr sein. Wir riskieren alles, was wir hier erreicht haben, wegen dieser Frau zu verlieren. Vertrau mir, Eivor. Fulke ist wichtig. Das wirst du schon bald verstehen. Das hoffe ich. Wir haben ein Lager östlich von Linford. Es ist ein alter Hafen an der großen Use. Wir treffen uns dort. Wir Tane werden eine Fürth aufstellen und euch helfen, Edwin zu stürzen. Koste es, was es wolle. Berichte Gedrick davon und sag ihm, dass wir bereit sind, wenn er ruft. Wir werden jeden Mann brauchen. Ja, das Kloster ist ja leer geräumt. Statt der Getrickbericht. Na gut. Dann halt das zuerst. Bobby!
So ein braves Tier. So brav. Verteilt euch und kommt von der Seite, Jungs. So. Oh, lauf ich überhaupt nicht. Ja, ich sollte da vorne rechts abbiegen nach dem Fluss. Und der Weg tut das natürlich nicht. Oh. Und das der. Gut, das kann ich auch so machen. Ja, neue Schnellreiseziel. Ach, keine Soldaten weit und breit. Gedrick hat sich um sie gekümmert. Guter Junge. Guter Gedrick. Hey, hey, yo, Gedrick. Sie ist gut ausgerüstet. So viel steht fest. Das war ein guter Fang, Bursche. Und ein ziemlich blutiger. Ölkrüge, Rottenpfeile, Tierfutter. Nimm alles mit, was uns nützen kann. Verbrenn den Rest. Gedrick. Eivor, leben die Tane noch? Jeder Einzelne. Sie stellen gerade eine Fürth aus fähigen Männern zusammen. Sie stehen an deiner Seite, Gedrick. Wir brauchen jeden Speer und Schürhaken, wenn wir Edwin stürzen wollen. Und du und dein Bruder, steht ihr noch an meiner Seite? Mir gefällt deine direkte Art, Gedrick. Meine Axt und die meines Bruders gehören dir. Edwin hat sich in ihrer Feste verschanzt. Sie erwartet weitere Männer und Vorräte. Verflucht sei sie. Wo sind dein Bruder und sein seltsamer Freund? Sie suchen weiter nach dieser Frau, Fulke. Er scheint zu glauben, dass sie uns im Kampf gegen Edwin helfen kann. Ich verstehe bloß nicht wie. Tu, was du tun musst, Eivor. Ich bereite die Männer, die ich habe, auf den Kampf vor. Ich eile zur Feste Kühnebälle und stelle die Fürth für den Angriff auf. Edwins Burg ist stark und gut gesichert. Kann ich irgendwas tun, um ihren Griff um den Schier zu lockern? Oder um ihr Angst einzujagen? Ah, ein guter Gedanke. Du kannst ihre Fahnenträger dezimieren, falls du welche siehst, und meine Fürth vor Angriffen schützen. Wir haben einige ihrer Vorräte gestohlen. Solltest du mehr Dinge wie diese finden, vernichte sie. Das werde ich. Wenn du bereit für den Kampf bist, such mich im Lager bei der Feste Kühnebälle auf. Mehrere Quests angenommen. Okay. Pilgerreise nach St. Alban. Kapitel 2. In der Abtei des heiligen Alban befindet sich die mysteriöse Fulke, die wegen Ketzerei verurteilt und eingesperrt wurde und für die sich Sigurd interessiert. Grabenschwäche, Lady Edwin, indem du ihre Versorgungsgüter vernichtest, die Verstärkungen angreifst und die Edricks Fürth beschützt. Oh, erstmal das da. Finde Sigurd und sprich mit ihm. Er wartet bei Linford an der Ostgrenze von Oxenaforthsdia. Auto für der großen Use. Oh? Da, ne? Ich glaube ja. Wird schon richtig sein. Ich wette, diese Priester haben ordentlich Silber. Und fort. Und... Ja.
Ja. Fast. Okay, mir das mal. Verpeile ich's eh. Hab da schon geplündert. Ich glaube, ich befreie nur noch die komische Frau und dann brauche ich mal aus. Wir setzen das. Wobei, ja, warte, ich bin eigentlich zum Hafen fahren. Nimm erst die Führung. Mann. Bei einem alten Hafen. Das ist das Lager. Der alte Hafen? Gar nichts. Bin bloß da. Nach allem, was. Mist, ich wollte lauschen. Und da ist Ava. Ah, du kommst gerade recht. Die heilige Frau Fulke ist in der Nähe. Man hält sie in der Abtei des heiligen Alban gefangen, hinter der Flussbiegung. Ich weiß. Das ist unser Moment, Eivor. Danach wird sich alles ändern. Ich würde mich ja für dich freuen, wenn ich wüsste, wer diese Frau ist und warum wir sie brauchen. Ich habe genug erklärt. Es ist an der Zeit zu handeln. Das kann ich erklären. Du hast nichts dergleichen getan. Ich habe nichts als leere Worte gehört. Ich will mit dir reden. Ich, dein Jarl. Das allein ist schon Grund genug. Warum? Damit sie einen Zauber ausspricht und Edwin in einen Aal verwandelt? Wir sind nicht nur wegen Fulke hier, Eivor. In der Abtei liegen Reichtümer. Mehr als wir zählen können. Ich habe das Kloster bereits geplündert und vom Kirchenschiff bis zur Krypta alle Schätze geborgen. Mir sind keine Gefangenen aufgefallen. Sie ist dort. Ich weiß es. Und sie ist der wertvollste Schatz von allen. Eivor. Es gab eine Zeit, da bist du mir gefolgt, ohne mich zu hinterfragen. Weil wir einander vertraut haben. Weil du wusstest, ich würde dich nie ins Unglück führen. Ich würde nie unsere Leben aufs Spiel setzen, ohne zu wissen, wofür. Was hindert dich daran, mich so anzunehmen, wie du es einst getan hast? Als deinen Bruder, deine Familie. Sigurd, du weißt, ich würde niemals dein Vertrauen missbrauchen. Ich kämpfe an deiner Seite. Aber diese Jagd muss Grenzen haben. Gedrick verlässt sich auf uns. Natürlich. Und wir kümmern uns bald um ihn. Doch jetzt komm. Und du hast wirklich nichts gesehen, als du die Abtei des heiligen Alban geplündert hast? Keine Krypta? Keine Gefangenen? Ich erinnere mich an nichts dergleichen. Eine verschlossene Tür und Schlüssel. Die habe ich gesehen. Waren die zufällig mit, wenn ich hier drauf gehe? Wuhu!